Hallo Welt, da sind wir wieder hier in Kingsport Leuchtturm. Und der Kingsport Leuchtturm bekommt einen Leuchtturm zu seinem Leuchtturm. Ohne Leuchte. Oben war ja auch keine echte Leuchte drin. Es war ja, wenn ich mich nicht täusche, dann war es ein Ghoul, der da oben drin hockte und geleuchtet hat. Vielleicht fangen wir uns irgendwann mal so einen leuchtenden Ghoul ein und setzen den wieder da oben rein. Wäre ja nicht schlecht, könnte man vielleicht sogar machen, indem man jetzt auf der letzten Etage oben hier zum Beispiel, indem man dort einen Käfig, einen Ghoul-Käfig hinbaut, um Ghule einzufangen. Aber erstmal sehen wir zu, dass wir hier unser Gebilde fertig bekommen. Hier können wir noch wieder was abreißen, hier müssen wir auch noch fertig bauen. Und ich denke, mit den Wachtürmen sind wir zufrieden, so wie es ist, mehr oder weniger zufrieden. Das war ein bisschen komplizierter ganz am Anfang dieser Bauaktion hier in Kingsport Leuchtturm. Na, kommen wir hier rauf? Ja, dazu später, aber das mit dem leuchtenden Ghoul finde ich gar nicht so schlecht. Dann müssen wir den nur irgendwie einsperren. Curry. Oh, Curry kommt gleich mit. Ja, also ich bin der Meinung, dass wir hier oben auch nochmal mit Glas was bauen können, ruhig. Wobei Glaswände, ja, das ist natürlich das Material, das wir jetzt so nicht ganz so häufig haben, Glas nämlich. Aber schöner sieht's aus und das Auge ist mit, also gucken wir erstmal, wo hier die Türen hinkommen. Mitten rein, das wäre schön. Geht nicht. Also dort eine. So viele Türen hier. Boah, die wollen ja auch raus dann irgendwie. Wenn sie hier gucken, müssen sie ja vielleicht schnell mal raus und gucken, dass da kein Schiff kommt oder so. Sollte hier nicht ein Ghoul-Käfig rein ohne Türen? Ja, Ghule öffnen doch keine Türen, oder doch? Können sie das schon? Ich finde erstmal, dass es so geht mit den Türen hier. Nein, das nehmen wir gleich wieder raus. Ist das eine Tür? Ja, das ist eine Tür. Na, komm schon. Dreh dich. Na, das will nicht. Das muss aber. Ach, jetzt mach doch solche Faxen nicht hier. Wir haben doch keine Zeit, sonst vergessen wir sofort wieder alles, was wir bauen wollten hier. Andersrum. Sonst kriegen wir doch das Dach nicht drauf. Ich weiß, das will so rum jetzt unbedingt da rein. Geh doch mal einen Kompromiss ein. Wenn du ein Dach willst, dann lass dich andersrum da reinsetzen. Nee, lass das jetzt nicht. Naja, dann eben nicht. Oh nein, auch falsch rum hier. Warum? Warum macht ihr sowas mit mir? Hey, jetzt ehrlich? Ich weiß, dass da draußen das Balkon-Ding ist, aber... Oh, da sind wir aber langsam gefallen diesmal. Ach, jetzt komm! Mach keine Faxen! Lass dich da... Was? Komm schon! Lass dich da reinsetzen. Jetzt. Jetzt. Nein, 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 nein. Ah, nein. Das war doch richtig gerade. Na, bitteschön. Hier auch. Ja, das machen wir später. Okay. Okay, okay. Dann dachte ich mir nämlich, deswegen bin ich so ein bisschen durcheinander jetzt.
durcheinander gelaufen hier mit den Bauteilen, dass wir hier nämlich ein ganzes Fenster reinsetzen diesmal auf dieser Etage. Nur an den Türen eben nicht. Na, hier eben nicht. Aha. Aha. Auf einmal geht's doch. Na, siehst du. Ja, schön nach wie vor. Schön fände ich's, wenn wir das Dach oben etwas überstehen lassen könnten. Das mag ich ja immer so, diese Bauweise. Und da überlege ich gerade, ob wir das riskieren, das jetzt hier auch so zu machen. Wir werden oft runterfallen, glaube ich, wenn wir das so bauen wollen. Und vor allem meine ich, das Fenster hier ist falsch rum. Nein, das ist richtig rum. Da sind diese alle falsch rum. Kann doch nicht sein. Nein, ich glaube, die sind alle richtig rum. So, die flache Seite nach außen. Ja, oder? Ich denke schon. Ja. Werden wir sehen, wenn das Dach gleich drauf kommen soll. Oh, hier kommen wir nicht durch. Oh, soweit sieht es gut aus, okay. Also, das Dach, wie ich mir das wünsche. Ja, ob wir das hinbekommen jetzt. Da brauchen wir aber nicht unbedingt jetzt überall ein Dach hier. Also oben brauchen wir jetzt nicht unbedingt überall einen Boden, meine ich so. Erstmal hier, damit wir da rüberkommen. Das ist ja egal. Und dann das Dach. Ausgerechnet an der Seite wollen wir anfangen, ja. Nö, hier geht auch. Das wird... Ich kann mir denken, dass das ein bisschen... Haben wir das denn so schon jemals hinbekommen? Dass das so ein bisschen schwierig wird hier an der Stelle. Denn ich glaube gar nicht mal, dass das mit dem Dach so funktioniert hat jetzt. Nein. Hat es gar nicht. Ja, aber wie dann? Naja, wir brauchen Wände unten, die das Dach halten. Ach, hier ginge das. Aha. Geht das doch damit? Nein, darunter sind ja Wände. Hier kommt der Beweis. Nein, aber nicht auf dieser Seite. Auf dieser. Nein! Falschen Bauteile. Da, mit den Gittern geht's. Aber ich glaube nur mit den halben. Ah ja, das ist der Trick. Ja, wir brauchen drunter also Wände. Ohne Wände geht nichts. Das Dach ist eigentlich egal. Das können wir machen, brauchen wir aber auch nicht unbedingt. Das kann auch offen sein nach unten hin. Der Witz ist, hier müsste dann eine Wand sein. Und wo ich das gerade sage, so witzig ist das gar nicht, wie ich dachte jetzt. Ach, drei haben wir davon noch eingelagert. Wunderbar.
Oh, das waren schon die drei. Warum ist davon nur noch eins? Wir hatten doch 8 Stück davon eingelagert. Haben wir die schon verbaut irgendwo? Das könnte jetzt natürlich schon wieder etwas zu groß sein. Das sehe ich jetzt von hier aus nicht so gut. Da drunter herlaufen wollen wir ja sowieso nicht. Da könnten wir auch diese Dächer dann mal nehmen hier für die äußeren. Oder gemischt. Gemischt. Haben wir denn da hier für oben so etwas mit einem Kreuz auch, damit wir die so... Nein, haben wir nicht. Damit wir die so aufeinander zukommen lassen könnten? Nein, leider, leider nicht. Ja, dann brauchen wir auf einer Seite, dann brauchen wir das nur hier an einer Seite so zu machen. So zum Beispiel. Aber da könnten wir genauso gut dann auch so etwas mal ausprobieren. Ja, aber erstmal gucken wir, dass wir hier das erste Dach ringsrum, dass wir das so hinbekommen. Das auf dieser Seite müsste nämlich auch noch etwas länger werden. So nämlich. Ganz schön windig hier so mit dem Meereswind und so. Man hört das die ganze Zeit. Ich denke die ganze Zeit, irgendwas poltert da, irgendwas kommt gleich. Aber dabei ist das nur der Wind wohl. Oh, da geht schon nicht weiter. Na gut. So, wenn das auf der einen Seite sowieso nicht weitergeht, dann machen wir das hier anders. Dann machen wir hier schon Schluss. So, wo hatten wir denn hier diesen tragenden Balken? Ah ja, ich sehe schon. So, einmal kann so etwas noch dorthin. Dann der tragende Balken. Und dann auch wieder was Normales, beziehungsweise was Kaputtes. Und wahrscheinlich jetzt wieder der Balken, oder? Oder wo haben wir den? Ja, der ist hier ganz außen auf dem letzten Dachteil ist der Balken hier. Und wo ist der letzte? Wo ist denn das letzte Teil hier vom Dach? Da kommen wir ja nicht so weit. Das wäre ja jetzt schon so. Aha, da passt es auch nicht. Ja, und was machen wir mit der Ecke, wo es nicht passt? Dann müssten wir das Teil rausnehmen und das Teil rausnehmen und dann... Ja. Müssten wir das hier so rumbauen schon. So, also. Und hier das Gleiche.
Aha, dann können wir aber hier dann diesen Balken reinbauen. Das kann aber doch nicht sein. Wir sind doch mit den Wänden hier so weit gekommen. Eigentlich müsste das doch noch da drauf passen. Und das da dran. Nein, da dran passt nichts mehr. Das ist das. Ja, und jetzt fehlt uns mal wieder hier das Stück, das eigentlich hier so rein gehört. Das wurde uns leider nicht mitgegeben. So, dieses Mittelstück, oder? Dieses? Nein, das müsste genau andersrum gebogen sein, so nach innen. Oder können wir das irgendwie... Nein, anders können wir das auch nicht machen. Dann wird so eine Ecke wird immer anders aussehen. Das kriegen wir so nicht hin, oder? Hiermit? Nein, was sind denn das für Teile? Die gehören oben aufs Dach drauf nachher irgendwie. Haben wir auch so gut wie noch nie angewendet. Du, wir lassen uns was einfallen hier. Ja, okay, Idee. Idee, wir bauen das hiermit vielleicht. Ah, genau andersrum eventuell. Ja, vielleicht. Ja, das geht doch dann auch. Ach so, ja, und da könnte man doch jetzt bestimmt das andere Teil draufsetzen. Ja, dann werden uns aber an zwei Stellen werden uns dann diese Mittelteile fehlen. Also das Teil, das uns jetzt gerade gefehlt hat. Wird uns selbst, wenn das... Ja, das passt aber auch nicht. Selbst wenn es jetzt passen würde, dann würde uns das ja links und rechts fehlen hier, wenn ich mich da nicht irre. Und das ist so die Frage, ob wir das denn wollen, so überhaupt. Oder lieber nicht. Ja, das wird ja doch noch ein bisschen höher, als ich dachte hier. Da sind wir bald doch so hoch wie der Leuchtturm schon. Mich wundert es ja nur, dass wir mit dem Größenbalken bis jetzt noch nicht in Konflikt geraten sind, denn das ist doch ordentlich, was wir hier gebaut haben, oder? Wie kommen wir jetzt hier noch eine Etage höher? Ich möchte jetzt nicht hier noch eine halbe draufsetzen. Das sieht natürlich auch schön aus. Hat irgendwie sowas... Japanisches, Chinesisches, Asiatisches, so von der Bauweise, also so ähnlich wie wir es in der Red Rocket gemacht haben. Das möchte ich jetzt eigentlich hier vermeiden. Nein, das möchte ich hier nicht so gerne haben. So, aber wenn man diese Teile jetzt hier so reinsetzt, dann sind die doch bestimmt dafür da, dass da hier oben drauf dann so das Dach weitergebaut wird, hoffe ich mal. Ja, und da müssen wir in der nächsten Folge mal... Ups, in der nächsten Folge mal gucken, wie das am besten dann hinhaut. Jetzt sind wir am Ende der Folge, liebe Welt da draußen. Wir werden in der nächsten Folge hier noch ein wenig weiter basteln. Ich bedanke mich an dieser Stelle für... Oh, das ist ausladend. Das ist wohl auf dieser Seite zu groß geworden, okay. Da gehen wir vielleicht nochmal einen zurück in der nächsten Folge. Gut, an dieser Stelle bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.